Herzlichen Dank an Hannah, an die ganze Vorbereitung, Aufbereitung jedes Mal. Herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie hier wiederzusehen. Viele von Ihnen haben wir in den letzten Wochen auch das Vergnügen gehabt und auch feste Teilnehmer aus der längeren Vergangenheit. Und tatsächlich werden wir heute versuchen, ein Bild abzurunden, das wir die letzten Mal geöffnet haben. Und zwar soll es heute um den letzten Teil vom SEDA-Abend gehen. Und ich hoffe, Sie können hier gleich sehen, ich habe hier eine deutsche Hakada online gefunden und denke, die ist auch ganz gut, dass wir sie nutzen können. Können Sie sie sehen? Ist sie gut sichtbar? Wunderbar. Sehr schön. Ich möchte an dieser Stelle wieder alle herzlich einladen, sich mit Video zuzuschalten. Das ist immer sehr sympathisch, wenn ich Sie auch sehen kann. Sehr schön. Ich kann es verstehen, dass der eine oder andere vielleicht nicht dazu imstande ist, aber diejenigen, die können, ist immer ein Gewinn, auch für mich. Wir haben kurze Erinnerungen das letzte Mal. Wir haben gesehen, einen Überblick erhalten über den ganzen großen Teil vom Magid, also die eigentliche Erzählung über den Auszug aus Ägypten. Und wenn Sie sich daran erinnern können, wir haben gesehen, dass sich das in vier Teile aufteilt. Und zwar in allen vier Teilen gibt es jeweils eine Frage, eine Erklärung, Antwort und dann das Lob dazu. Aber jedes Mal zu einem anderen Konzept. Einmal geht es um die physische Befreiung, einmal um den spirituellen Aspekt. Einmal ging es um die lernerische, intellektuelle Erfahrung und einmal um die sinnliche Erfahrung, die mit verschiedenen mit Sinneskomponenten verbunden ist. Und da haben wir auch die Aufteilung der ersten Teile vom Magid gesehen. Und zwar zunächst die vier Fragen der Kinder, die einfache Antwort, Avodim Ayinu, wir waren Sklaven, sind in die Freiheit gekommen. Dann kamen die vier Fragen der vier Söhne und die waren schon intellektueller Natur und die haben uns reingeführt in die intellektuelle Welt, nachdem wir den spirituellen Aspekt beleuchtet haben. Und da sind wir durch die vier Sätze durchgegangen, die vier Sätze, die aus der Sicht des Landwirts, des Bauern in Israel den Auszug retroaktiv schildern und ihn schildern, als ob er ihm widerfährt, gerade in dem Moment, in dem er hier mit den eigenen Früchten im Tempel in Jerusalem steht. Und diese vier Sätze, die nehmen wir zum Anlass, um diesen selben Blick zu erfahren, wie es ist, auch in einem späteren Zeitpunkt in der Geschichte den Auszug aus Ägypten zu erleben, als ob wir ihn jetzt gerade durchleben und verstehen, dass wir heute hier stehen als Folge von diesem Auszug aus Ägypten. Und mit diesen vier Sätzen führt uns das durch die Geschichte unserer Vorväter, durch den Abstieg nach Ägypten und die Sklaverei in Ägypten. Und die vier Sätze enden mit den großen Wundern, die Gott in Ägypten geschehen ließ. Und das führt uns zu den 10 Plagen. Die beenden tatsächlich diese vier Sätze und die haben wir hier vor uns. Die 10 Plagen, die sind bekannt. Was man hier sieht in dem, Problem ist, ich nehme einen Pfeil, dann kann ich nicht mehr rauf und runter gehen. Aber das werden wir schon hinkriegen. Also hier direkt vor den 10 Plagen, können Sie den Pfeil erkennen? Kann man ihn sehen? Gut. Da sehen wir, die Anleitung ist der weit verbreitete Brauch, dass wir das zweite Glas Wein vor uns stehen haben. Und dieses tauchen wir ein mit dem Finger in den Wein und vergießen zu jedem der Plagen einen Weintropfen. Und warum tun wir das? Was ist der Zweck und die Absicht dabei? Es gibt eine Geschichte, wo mal ein Paar beim Sederabend saß und gerade Magid gelesen hat. Und da hat die Frau festgestellt, dass sie kurz in die Küche muss, nach dem Rechten schauen und bat ihrem Mann, bitte, wir sind gerade bei den 10 Plagen, bitte mach das für mich. Was hat der Mann gemacht? Ganz einfach, er hat sich das Glas vor sich gestellt, den Finger eingetaucht und gesagt, Blut für mich, Blut für meine Frau, Frösche für mich, Frösche für meine Frau, Läuse für mich, Läuse für meine Frau. Das ist natürlich nicht, was wir uns wünschen. Wir wollen nicht die 10 Plagen selber erfahren, aber wir zeigen die ein bisschen
Demut, ein bisschen schon fast Traurigkeit. Wir vergießen unseren Wein. Das ist kein Zeichen der Freude. Wein zu vergießen ist nichts Gutes. Wir wollen ein volles Glas Wein haben, darüber den Segen zu sagen, aber tatsächlich nehmen wir von unserem Wein weg, vergießen ihn. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir ein bisschen traurig sind. Warum? Eigentlich ist doch was Schönes, dass die Ägypter bestraft wurden für ihre Untaten, für ihre Grausamkeiten, die sie über Jahrhunderte aufrecht hielten und die Schreie ihrer Sklaven nicht bereit waren zu hören. Und die gerechte Strafe, die ist ihnen zugekommen anhand der 10 Plagen. Aber trotzdem sagen wir, eigentlich wäre es doch schön gewesen, wenn die Ägypter von alleine zur Vernunft gekommen wären. Schön wäre es gewesen, wenn sie Umkehr getan hätten, bereut hätten und sich von alleine eines Besseren besonnen hätten. Das ist auch was, es gibt einen Dialog im Talmud, im Brachot, zwischen Rabbi Meir, einem Tanaiten, und seiner Frau Bruria. Rabbi Meir hatte sehr böse Nachbarn, sehr schwierige Nachbarn. Und irgendwann hat es ihm so gereicht, dass er begonnen hat, dafür zu beten, dass sie ihre gerechte Strafe halten sollen. Seine Frau Bruria hat das mitgekriegt und hat ihm gesagt, Moment, mein lieber Mann, vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Sag doch der Satz in Tehilim, Yitamu chattaim min ha'aretz ureshaim od enam, barchi nafshi et Hashem, Halleluja. Der Satz sagt, Yitamu chattaim min ha'aretz, sollen die Sünden verschwinden von der Welt. Aber der Satz sagt nicht, Yitamu chotim min ha'aretz, nicht die Sünder sollen verschwinden. Also nicht die Menschen, sondern die Sünden selber. Und wie können die Sünden verschwinden, ohne dass die Sünder verschwinden? Indem die Menschen es bereuen, Umkehr tun und die Sünden zum Verschwinden bringen. Und automatisch, was ist die Folge davon? Und dann werden auch keine Bösewichte mehr da sein. Nicht, dass die Menschen verschwinden, sondern dass sie nicht mehr Bösewichte sein werden. Sie werden zu guten Menschen. Und dafür sollen wir beten. Und tatsächlich hat Rabbi Meir auf seine Frau gehört, wie es sich gehört, und hat dafür gebetet, dass diese bösen Menschen, diese bösen Nachbarn zu guten Menschen werden sollen. Und das hat gewirkt. Also auch hier, wir würden uns wünschen, dass selbst die Bösewichte wie die Ägypter sich eines anderen besonnen hätten und nicht erst bestraft werden müssten. Und das bringen wir zum Ausdruck, indem wir indem wir Wein vergießen von unserem Wein hier und auch indem wir an den meisten Tagen vom Pesach nur das halbe Hallel sagen, nicht das Ganze. Das beruht auf einem Midrasch, an dem die Engel gestoppt wurden, Hallel zu sagen, das Loblied, weil Gott ihnen sagte, was wollt ihr? Meine Geschöpfe versinken und ertrinken im Wasser und ihr wollt ja Loblied sagen? Das ist kein Grund zum Loblied, ihr dürft das nicht. Wir Menschen dürfen das, weil wir schließen uns dem großen Lob Gottes an, aber wir sagen nur das halbe Hallel. Wir überspringen manche Kapitel im Andenken daran, dass es eben besser wäre, dass solche Strafen gar nicht erst nötig wären. Nun kommt etwas sehr Interessantes. Nachdem wir die 10 Plagen und etwas sehr Merkwürdiges, nachdem wir die 10 Plagen hinter uns haben, ja, die Maus ist wieder zurück, wir lassen die 10 Plagen hinter uns und dann, anstatt uns weiter damit zu befassen, was da passiert ist, das ist ja sehr ausführlich beschrieben, die ganze Geschichte, wie das Blut gekommen ist und die Ägypten nichts zu trinken hatten und gesucht haben, gegraben haben, das alles erwähnen wir nicht. Was machen wir stattdessen? Wir vertiefen uns in eine Diskussion. Wir haben gesagt, das ist der lernerische, der intellektuelle Teil. In diesem intellektuellen Teil graben wir nach Interpretationen. Und das ist genau, was hier geschieht. Wir haben hier plötzlich 3 Gelehrte vor uns aus der Zeit der Mishnah, Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer und Rabbi Akiva. Und was diskutieren die 3? Sie diskutieren darüber, wie viele Plagen und wie viele Schläge haben die Ägypter in Wirklichkeit gekriegt. Denn, so sagt Rabbi Yossi, in Ägypten haben die Ägypter offensichtlich 10 Plagen gekriegt. Aber am Schilfmeer, da haben sie noch viel mehr gekriegt, nämlich insgesamt 50. Warum? Woher lernt er das? Ich brauche wieder... Ich komme an meinen Pfeil nicht mehr ran. Verstehe nicht warum. Ah, jetzt. Ja.
Sagt Rabbi Yossi, wie kommt er auf diese Deutung? Denn in den Plagen in Ägypten sagten die Zauberer, die Berater von Pharao, sprachen zu ihm, es ist ein Finger Gottes, das sagten sie schon nach der dritten Plage. Es ist ein Finger Gottes. Und beim Meer, was heißt es? Da heißt es, Vayar Israel Tayada Gedola. Und Israel sah die große Hand, sagt Rabbi Yossi. In Ägypten war es nur ein Finger. Am Schilfmeer, da war es die ganze Hand. Wie viele Finger hat die Hand? 5 Finger. Normalerweise hoffentlich. Und deswegen, wenn in Ägypten ein Finger schon 10 Plagen waren, dann sind 5 Finger, die ganze Hand, 50 Plagen. Also gab es insgesamt 60 Plagen. Aber damit geben wir uns nicht zufrieden, denn da kommt Rabbi Eliezer, der nächste Gelehrte, und übertrumpft ihn. Es ist wie in einer Versteigerung. Und in dieser Versteigerung möchten wir möglichst hoch bieten. Kommt Rabbi Eliezer und sagt, das reicht nicht. Denn in Wirklichkeit haben die Ägypter, wenn wir hier zum Ende dieses Abschnitts gehen, dann sehen wir, in Ägypten trafen sie 40 Plagen und am Meer 200 Plagen. Also das Vierfache. Statt 10 waren es 40 und statt 50 waren es 200 Plagen. Wie kommt er darauf? Er lernt das aus einem Satz in dem Psalmen. Da heißt es, inmitten des Abschnitts, er ließ seine Zornesglut gegen sie los, Grimm, Not, Wut, Sendung von Unglücksengel. Und dann zählt er auf. Da sind ja 5 Ausdrücke und 4 davon sind zu viel. Deswegen, Groll ist eine, Wut die zweite, Not die dritte, Sendung vom Unglücksengel die 4. Also vierfache Bestrafung der Ägypter, da haben wir aufgestockt auf 40 und auf 200. Damit gibt sich aber Rabbi Akiva noch nicht zufrieden und deswegen sagt er, das waren in Wirklichkeit mehr. Rabbi Akiva kommt zum Schluss, in Ägypten waren es 50 und am Meer 250 Plagen. Also nochmal ein bisschen mehr, nochmal 60 Plagen draufgesetzt. Wie kommt Rabbi Akiva dazu? Er liest denselben Satz in dem Psalmen, aber er fügt die erste der 5 Ausdrücke auch zu, nämlich die Zornesglut hier. Und wenn man die Zornesglut zufügt, ist es das 5-fache und nicht nur das 4-fache. Und somit kommen wir auf die Zahl 50 und 250, also 300 Schläge. 300 Mal-fach dieses große Wunder, dass sich was in Blut verwandelt hat und dass die Frösche kamen und so weiter. 300 von diesen Schlägen haben die Ägypter abgekriegt. Normalerweise, wenn wir das lesen, dann sind wir schon ein bisschen nicht mehr ganz bei der Sache. Und das hat verschiedene Gründe. Erstens mal, der Seder dauert schon eine Weile. Normalerweise ist er schon mindestens 1 Stunde, 1,5 Stunden im Gange. Wir sind schon ein bisschen müde. Es ist späte Zeit, gerade im deutschen Raum kann man Sederabend normalerweise erst so um 8:30, 9 Uhr beginnen, ist schon sowieso spät. Dazu kommt noch, dass man den ganzen Nachmittag und den ganzen Tag nicht viel gegessen hat. Von morgen an darf man ja schon kein Chametz mehr essen, von 11 Uhr an. Danach gibt es nur noch Kartoffeln und eventuell Fisch oder Fleisch. Und so richtig satt ist man davon nicht. Und die Gerüche aus der Küche steigen einem schon in die Nase von leckeren Knädler und den wunderbaren Fleisch, das bestimmt schon wartet und nicht anbrennen soll. Und so kommt es, dass wenn wir diese Sätze hier lesen, oft nicht mehr so ganz gewillt sind oder aufmerksam sind, wirklich nachzufragen, was soll das eigentlich? Was möchte die Haggadah uns hier mitteilen? Was sollen wir damit anfangen, dass es so viele Plagen waren? Es ist nirgendwo erwähnt in der Tora. Es ist hier keine Aufzählung der Plagen. Also was soll uns diese Information genau bringen? Da wir heute nicht in dieser Situation sind, sondern das in Ruhe anschauen können, frage ich Sie, was denken Sie, warum wollen sich die Weisen hier übertrumpfen in der Frage, wie viele Plagen die Ägypter wirklich ereilt hat? Also ich finde das ein bisschen spaßig und es lockert auf. Ja, da hat die Schadenfreude ihre Freude daran. Ne? Sollen die Ägypter ruhig ihre Schläge abkriegen. Aber nachdem wir gerade Tropfen von unserem Wein vergossen haben für die Schläge der Ägypter, ist das ein bisschen ein Widerspruch, auch uns damit zu bespaßen, dass sie noch mehr Plagen und Schläge gekriegt haben.
Haben Sie noch Ideen? Also vielleicht das Gegenteil, dass wir ein bisschen Mitleid fühlen. Ein bisschen Mitleid. Aber es sieht so aus, als ob die Weisen ihre wahre Freude daran haben, noch zu übertrumpfen, noch mehr darin zu entdecken. Vielleicht um Gottes Allmacht zu zeigen, weil sie so schwer bedrückt wurden und so viele schlimme Dinge geschehen sind in der Sklaverei und sie so viele Jahrhunderte aushalten mussten in dieser Sklaverei und dass Gott eben dann auch sehr viele Plagen gebracht hat, also 300. Und was soll das bezwecken? Wollen wir damit unsere Rachegelüste befriedigen oder was ist damit gewährleistet? Es heißt ja, Gott macht Gleiches mit Gleichem und ja, dass sich das darin widerspiegelt. Mhm. Sehr interessant. Ich möchte gern diesen Gedanken aufgreifen, nochmal zurückgreifen, was wir am Anfang dieser Diskussion gesehen haben. Wie sind wir überhaupt auf die erste Vielzahl gekommen? Das war mit Rabbi Yossi, dem ersten Wortmelder, der ersten Meinung. Und er hat doch das abgeleitet davon, dass in Ägypten nur ein Finger gezeigt wurde von Gottes Hand, aber am Schilfmeer die ganze Hand. Und hier kommt eine große Idee zum Ausdruck, die auch sehr relevant ist für uns. Und zwar kommt es vor, dass wir in unserer Zeit Fingerzeig erleben. Dass Gott uns einen Fingerzeig gibt, einen Hinweis da und dort. Nur kommt es auch vor, dass Menschen sich davor verschließen. Gerade wenn sie nicht besonders gläubig sind oder es nicht sehen wollen, sagen sie, Zufall kann passieren. Das ist Naturgesetz. Ja, wir leben in einer Zeit, in der große, gewaltige Dinge geschehen und man kann es aber als Zufall ablegen. Maimonides warnt davon, sagt, wenn solche Dinge passieren, wie wir in unserer Zeit erleben, dann dürfen wir das nicht als Zufall anerkennen, sondern wir sollen uns fragen, wohin soll das führen, wie soll uns das zu besseren Menschen machen und was sollen wir damit vielleicht korrigieren und was ist unsere Aufgabe in dieser Zeit? Denn alles kommt von einer Quelle. Und das ist Rabbi Yossis Aussage. Ein Finger ist kein Finger. Wenn wir den Finger abschneiden, dann kann er nichts machen. Der Finger kann sich bewegen, wenn er an der Hand ist. Und er kriegt seine Stärke, indem er mit der Hand verbunden ist, zusammen mit den anderen Fingern. Und diese fünf Finger, die können sich zu einer Faust beugen und mit der Kraft des Armes, Zroa Netuya, mit dem ausgestreckten Arm, kann es geballt, mit geballter Kraft zuschlagen. Und manchmal zeigt sich die Kraft Gottes als Fingerzeig und manchmal als Hand und manchmal als Faust und manchmal als ausgestreckter Arm. Aber Yossi möchte darauf hinweisen, dass wenn wir die einzelnen kleinen Details aufnehmen, sollen wir verstehen, dass sie Teil eines Ganzen sind. Die Finger sind nicht losgelöst, sie sind Teil von einer Hand. Und die Hand ist Teil von einem Arm. Und das alles kommt von einem Ursprung her. Und das ist der Glaube des Monotheismus, des einen Gottes, der über alles herrscht und alles kontrolliert und nichts für Allgemeingut erklärt oder für Zufall, sondern es hat alles seine Ordnung, seinen Ort und seinen Plan. Das ist genau die Antithese zum Götzendienst der Ägypter gewesen. Denn der Götzendienst geht davon aus, dass es viele Mächte gibt, viele Kräfte und die sind einzelnen Ursprüngen zuzuschieben, zuzuordnen und die können auch im Widerspruch stehen und sich bekämpfen. Deswegen ein Gott kann gegen einen anderen Gottheit kämpfen und dann gibt es Zorn und Zwietracht und Neid zwischen den Göttern und so viele lustige Geschichten. Und wenn wir diesen Geschichten Glauben schenken, glauben, dass so die Welt geordnet ist, dann stürzen wir die Welt in ein ganz gewaltiges Chaos. Denn dann hat hier keine Weltordnung wirklich ihren Platz und das lässt Raum für viel, viel unmoralisches Denken und Verhalten. Und das möchten unsere Weisen zeigen, dass wenn wir Gottes Offenbarung erleben, mit unseren Augen sehen können, dann sollen wir möglichst viel davon erleben und sehen und es zusammenfügen können. Alles, was in Ägypten geschah, dass es in Ägypten Plagen gab, das konnten die Ägypten noch abtun. Das konnte Pharao noch ablehnen als Zufall und sagen, ja, das können wir auch, das können die Zauberer auch, das ist Zauberei, das ist Magie, das sind Zufälle, das sind das hat nichts mit der Macht eures einen Gottes zu tun. Aber schließlich musste er es anerkennen und am Schilfmeer endgültig, denn am Schilfmeer wurde klar, dass nicht nur in Ägypten, sondern auch über das Meer und überall auf der Welt Gottes Macht und Gottes Fügung
das Sagen hat und das alles von derselben Idee her stammt, einen Plan verfolgt, und dieser Plan, der lässt sich in vielen, vielen Details auflösen und in dieser Auflösung erkennen. Und das wollten unsere Weisen hier zum Ausdruck bringen. Und deswegen diese Ausführung, diese Übertrumpfung der verschiedenen Plagen. Und das findet einen direkten Fortsatz danach. Denn danach stürzen wir uns in ein sehr bekanntes Lied. Dieses Lied heißt Dayenu. Okay, das sehen wir. Das letzte Wort, das hier in jeder Zeile vorkommt, Dayenu. Ein bekanntes Lied, das sorgt immer für Heiterkeit, denn das hat eine heitere Melodie. Dai, dai, jeno, dai, dai, jeno, dai, dai, jeno, dai, jeno, dai, jeno. Und da können alle mitsingen und aufwachen und wieder daran teilnehmen. Aber manchmal geht dann vor lauter Heiterkeit auch der Sinn des Liedes ein bisschen verloren. Denn genau dieselbe Aussage kommt jetzt zum Ausdruck, aber umgekehrt rum, nämlich auf die positive Seite. Die positive Seite überwiegt stets die negative. Wenn es durch Plagen und durch Strafen zum Ausdruck kommt, dass Gott in einer Vielfalt zur Offenbarung, zum Schein kommt, zur Erscheinung, dann erst recht auf die gute Seite, durch die vielen guten Dinge, die uns widerfahren sind. Was ist uns alles widerfahren? Er hat uns aus Ägypten rausgeführt und hat uns an den Ägyptern Gericht geübt und er hat es an ihren Göttern gezeigt, ihren Weltauffassung auf den Kopf gestellt. Er hat das Meer gespalten und uns durch die Wüste geführt und uns Unterhalt gegeben in der Wüste und hat uns den Schabbat gegeben und zum Berg Sinai geführt und die Tora gegeben und ins Land Israel geführt und den Tempel erbaut und so viele Dinge. Und wir sagen, jedes einzelne von diesen ist schon ein riesigen Dank wert. Schon für jedes einzelne können wir Gottes Größe erkennen und dafür danken. Denn das allein wäre schon genug gewesen. Hätte es uns genügt, schon allein damit. Um wie viel mehr danken wir, wenn uns all dies widerfahren ist? Das ist der Abschluss. Nicht eine somit, sondern viele so vielfach oft wiederholte Wohltaten verpflichten uns um den Allerhalt. Er hat uns all dies getan. Und genau das ist eine Lehre für unsere Zeit. In unserer Zeit erleben wir so viel Gutes. Und jedes Einzelne für sich ist ein großes Wow. Wir leben in einer Zeit der Freiheit. Eine Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten, der Technologien. Wir leben in einer Zeit, in der es Gesetze gibt, in denen die meisten Länder sich an diese Gesetze halten. Es gibt Möglichkeiten. Wir erleben, dass das jüdische Volk wieder seinen Kopf erheben kann, einen eigenen Staat hat, eine eigene Armee, sich nicht mehr bedrängen lassen muss von jedem Bedränger. Und so viele gute Dinge. Ja, wir sind noch nicht am Ende des Weges. Es gibt noch Ungerechtigkeit in der Welt, es gibt noch Willkür, es gibt noch viel Antisemitismus und es gibt noch einen Weg und wir sind noch nicht in der vollkommenen Erlösung. Aber so viele gute Dinge sind schon geschehen. Für jedes Einzelne sollten wir große Dankbarkeit zeigen. Dieses Jahr lernen wir, wie sonst in keinem Jahr, wie dankbar wir schon allein für einen Spaziergang sein dürfen und dafür, dass wir uns treffen dürfen und mit unseren Freunden und zusammensitzen, auch nur einen Kaffee trinken zusammen. Wie schön ist das? Wie sehr wissen wir solche kleinen Dinge wieder zu schätzen, wenn es denn soweit sein wird? Und genau das bringt uns dieses Lied bei und das Sederabend, dass wir das alles als die ganzen guten Dinge nicht geringschätzen sollen, sondern als ein großes Ganzes betrachten. Und jedes Einzelne für sich ist schon ein Wow, ist ein riesiger Grund, um Danke zu sagen und Gottes Größe anzuerkennen, um wie viel mehr, wenn all diese Dinge sich zusammenfügen. Und damit kommen wir zum letzten Teil vom Magid. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es vier Teile sind. Zuerst das Manishtana, die vier Fragen, dann die vier Söhne, der intellektuelle Teil. Und jetzt kommen wir zum sinnlichen Teil. Der macht immer besonders viel Freude, denn da geht es langsam auf das Essbare zu. Aber zuerst sprechen wir über das Essen. Wir wollen uns das Wasser im Mund schon, den Mund wässrig machen. Das machen wir wortwörtlich, indem wir Worte benutzen. Denn da kommt Rabban Gamliel und leitet uns den vierten, letzten Teil mit folgenden Worten ein. Das ist auch eine Mishnah im 10. Kapitel von Psachim, vom Traktat. Und da sagt Rabban Gamliel, wer die drei folgenden Dinge nicht erwähnt hat, hat seiner religiösen Pflicht nicht Genüge getan. Die drei Dinge sind Pesach, Matzah und Maror. Und das sind natürlich Dinge, die vor uns liegen auf der Sederschüssel und wir müssen diese drei Dinge auch erwähnen.
So, und bevor wir jetzt auf die drei Dinge eingehen, möchte ich Sie fragen, beginnen wir doch gleich mit dem ersten, Pesach. Was ist für Sie Pesach genau? Wie würden Sie Pesach definieren für jemanden, der diesen Begriff noch nicht kennengelernt hat, noch nicht damit vertraut ist? Überschreitung vielleicht? Die Überschreitung. Jemand, der noch nie Pesach erlebt hat, Sie hören Pesach, Pesach, Pesach. Was ist Pesach? Überschreitung. Vielleicht Befreiung? Befreiung. Befreiung wo? Sie dürfen gerne einen ganzen Satz sagen. Es muss nicht nur ein Wort sein. Befreiung aus der Sklaverei. Befreiung aus der Sklaverei. Und was ist Pesach genau? Pesach ist Befreiung aus der Sklaverei? Ich kann auch sagen Erlösung. Die Erlösung, die mit der Befreiung gekommen ist. Genau. Wir haben ja alle unsere Ägypten, oder? Lebensrettung. Lebensrettung. Darf ich dem zufügen? Wir wünschen uns fröhlichen Pesach, oder? Was meinen wir damit? Fröhliche Befreiung, fröhliche Lebensrettung oder was meinen wir damit? Also Freiheit ist doch das Größte, oder? Ja. Wenn wir über Pesach sprechen, die meisten von uns, ich möchte gerne wissen, ob Sie damit übereinstimmen, dann sprechen wir über das Pesachfest. Und Pesach ist ein Fest, das an die Befreiung aus Ägypten erinnert, an den Auszug aus Ägypten. Und in diesem Fest feiern wir 7 Tage lang im Ausland, 8 Tage, außerhalb Israels 8 Tage lang, wobei die ersten Tage richtige Feiertage sind, ähnlich dem Schabbat mit den Schabbatgesetzen, und die letzten Tage ebenfalls. In Israel der letzte Tag, außerhalb Israels die letzten 2 Tage sind wieder 2 Feiertage und dazwischen sind Halbfeiertage. An all diesen Tagen essen wir kein Chametz, stattdessen essen wir Matzah. Würden Sie dieser Beschreibung zustimmen können? Ja, schon. Oh ja, hoffentlich. Ein bisschen schüchtern heute. Also, kein Widerspruch? Dann wollen wir uns mal anschauen, was die Tora über dieses Fest genau sagt. Ich möchte Sie gerne auf eine Reise nehmen, und zwar nicht in der Haggadah, sondern was wir an Pesachfest normalerweise machen, wir lesen in diesem Jahr nicht, denn in diesem Jahr haben wir keine gemeinsamen Gottesdienste in der Synagoge, aber in anderen Jahren lesen wir aus der Tora etwas Besonderes, jeden Tag aus einem anderen Abschnitt, dort wo Pesach in der Tora erwähnt wird. Und dabei an den 7, 8 Tagen von Pesach kommen wir eigentlich an allen Orten vorbei, an denen Pesach auftaucht. Und da haben wir folgende Abschnitte. Zum Beispiel Schmott, das ist 2. Buch der Tora, Kapitel 13, da heißt es in Satz 5 und 6, so sollst du diesen Dienst tun in diesem Monat. 7 Tage sollst du ungesäuertes essen und am 7. Tag ist ein Fest für Hashem, für Gott. Interessant, in diesem Satz wird ein 7-tägiges Fest erwähnt. Es wird hier nicht Pesach genannt. Und was uns auch fehlt, der 1. Tag sind 7 Tage passiert etwas und am 7. Tag ist ein Festtag. Am 1. Tag ist nichts. Gehen wir mal weiter zur nächsten Erwähnung. Das war Parashat Bo. Gehen wir zu Parashat Mishpatim, mitten im 2. Buch der Tora, Schmott 23. Da heißt es, kurze Erwähnung der 3 Pilgerfeste, 3-mal feiern wir ein Fest im Jahr, das Fest der Matzot, der 8. 7 Tage ist ungesäuerte Brote, so wie ich dir geboten, um die Zeit des Monats der Ehrenreife, denn in demselben bist du aus Mitzrayim gezogen, aus Ägypten, und man erscheine nicht leer vor meinem Angesicht. Diese Erwähnung ist sehr kurz und knapp und auch hier ist nichts von Feiertagen die Rede, nur 7 Tage lang.
am Anfang eingeleitet durch die Worte, das ist das Fest der Matzot. Gehen wir weiter zur nächsten Erwähnung. Die nächste Erwähnung ist in Parshat Kittisa gegen Ende des zweiten Buches, Schmot 34. Das Fest der Matzot beachte. 7 Tage isst du ungesäuerte Brote, die ich dir geboten, um die Zeit des Monats der Ehrenreife, denn im Monat der Ehrenreife bist du aus Ägypten gezogen. Auch hier sehr dünne Erwähnung. Mach schon ein Licht aus, Glindemir. Wie bitte? Ah. Oh. Auch hier eine sehr dünne Erwähnung. Und zwar 7 Tage ungesäuerte Brote und das war's. Mehr als das ist nicht. Und das Fest kriegt den Namen Chag HaMatzot, das Fest der Matzot. Bisher haben wir noch kein Pesachfest angetroffen. Nun kommt die nächste Quelle, Vayikra, drittes Buch der Torah, Kapitel 23. Wir sind hier in Parashat Emor. Das erste Mal, dass die Torah die Feiertage etwas ausführlicher aufzählt und beleuchtet, etwas detaillierter. Und da wird auch das Pesachfest in mehreren Sätzen geschildert. Das haben wir, Vayikra 23. Dies sind die Feste von Hashem, von Gott, heilige Versammlungen, die er verkünden soll zu ihrer Zeit. Im ersten Monat, am 14. des Monats gegen Abend, ist Pesach für Gott. Und am 15. Tage dieses Monats beginnt das Fest der Matzot für Gott. 7 Tage sollt ihr ungesäuerte Brote essen. Am ersten Tag sei euch eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeitsverrichtung sollt ihr tun. Und ihr sollt darbringen ein Feueropfer für Gott 7 Tage. Am 7. Tage ist heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit sollt ihr tun. Nochmal, kann mir jemand sagen, wann genau Pesach ist? Das ist das erste Mal, dass wir das Pesachfest hier erwähnt finden. Wann ist Pesach? Im ersten Monat am 14., also am Nissan. Genau, 14. Nissan. Das ist am Mittwoch diese Woche. Und am 15. Nissan, das ist dann, wenn bei uns Pesachfest beginnt, nämlich am Mittwochabend mit Einbruch der Nacht, schildert hier die Tora im Satz 6, da beginnt ein anderes Fest, nämlich das Fest Chag HaMatzot, das Fest der Matzot. Das dauert 7 Tage, ein Feiertag am Anfang, ein Feiertag am Ende. Interessant, ganz anderes Konzept, als wir es kennen, nämlich 2 Feiertage an 2 verschiedenen Daten. Und das eine, das uns bekannt vorkommt, heißt ja Chag HaMatzot und das andere Chag HaPesach am 14. Nissan, das ist verschleiert, nicht klar, worum es hier geht. Die nächste Erwähnung ist im Bamidbar, viertes Buch der Tora, Kapitel 9. Wir befinden uns nach einem Jahr der Wüstenwanderung und da ein Jahr um ist, ist der Zeitpunkt gekommen, um zum ersten Mal wieder Pesach zu feiern in der Wüste. Und da ist auch geschildert, dass Gott die Anweisung gibt, das zu feiern. Und Gott redete zu Moschee in der Wüste Sinai im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten im ersten Monat. Die Kinder Israels sollen Pesach opfern zu seiner Zeit. Wann? Am 14. Tage dieses Monats gegen Abend sollt ihr es opfern zu seiner Zeit. Nach all seinen Satzungen und all seinen Vorschriften sollt ihr es opfern. Und Moschee redete zu den Kindern Israel, dass sie das Pesach opfern sollen. Es heißt wörtlich in Torah, Viasua Pesach, sie sollen das Pesach tun. Und sie opferten das Pesach im ersten, am 14. des Monats, gegen Abend in der Wüste Sinai, ganz so wie Gott Moschee geboten, so taten die Kinder Israels. In diesen Sätzen, das ist übrigens schon das Ende, in diesen Sätzen finden wir keine Erwähnung von einem 7-tägigen Fest. Keinen ersten Feiertag, letzten Feiertag. Das einzige Fest, das hier erwähnt ist, ist ein Pesachfest und das Datum dafür ist am 14. Tage des ersten Monats, am 14. Nissan. Vom 15. Nissan ist keine Rede, von 7 Tagen ist keine Rede. Gehen wir weiter zu Kapitel 28, Ende des vierten Buches, Parashat Pinchas. Dort sind alle Opfergaben zu den Feiertagen erwähnt und auch, wie es üblich ist, man beginnt mit dem Pesach, dem ersten der Feiertage. Und da heißt es, im ersten Monat, am 14. Tage des Monats, ist das Pesach für Hashem. Und am 15. Tage dieses Monats ist Festtag. 7 Tage soll man ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag ist heilige Versammlung, keine Arbeit sollt ihr tun und so weiter und so fort. Letzter Satz. Und am 7. Tage sollt ihr heilige Versammlung haben, keine Arbeit sollt ihr tun.
ähnlich wie im Vayikra 23, was wir oben gesehen haben, auch hier finden wir, dass es zwei Feste gibt. Das eine ist am 14. Tag, am 14. Nisan, dieses Fest heißt Pesach. Und am 15. Tage gibt es ein anderes Fest. 7 Tage soll man Matzot essen. 1. Tag ist heilig, 7. Tag ist heilig. Und auch die letzte Erwähnung in der Tora ist im Dvarim, Kapitel 16, Parashat Re'e, auch das lesen wir normalerweise am Pesach. Beachte den Monat der Ehrenreife, das Opfers, das Pesach für Hashem, dein Gott. Und dann wird lange darüber erwähnt, erklärt, wie die Gesetze zum Pesachopfer aussehen, wie man es schlachten soll, wann man es essen soll, in welcher Form. Und dann am Ende kommt, letzter Satz, 6 Tage sollst du Matzot essen und am 7. Tag ist Festversammlung für Hashem, für deinen Gott. Du sollst keine Arbeit verrichten. Also auch hier wieder etwas Seltsames. Im letzten Satz und nebenbei werden die 7 Tage erwähnt. 7. Tag ist Festversammlung, aber schon nicht mehr im Zusammenhang mit dem Pesach. Was hat das Ganze zu bedeuten? Wo ist Pesach? Was ist Pesach? Wieso hat es ein anderes Datum? Warum gibt es 2 Feste? Wenn wir das verstehen wollen, dann sollten wir zurückkehren zu unserem Rabban Gamliel. Rabban Gamliel zeigt auf verschiedene Dinge. Und zwar zeigt er zunächst einmal auf Pesach, dann Matzah und schließlich Maror. Und er erklärt die 3. Jede 3 muss man erklären, um zu verstehen, was dahinter steckt. Und er erklärt uns, dass es 2 verschiedene Aspekte gibt, die eigentlich ganz unterschiedlicher Natur sind, nämlich Pesach auf der einen Seite und Matzot auf der anderen Seite. Was ist Pesach? Diese Frage stellt er. Vom Pesachlamm, welches unsere Vorfahren, solange der Heilige Tempel bestand, aßen. Welche Bedeutung hat dies? Pesach als Schumma, was ist Pesach? Antwort, es bedeutet, dass der Heilige gelobt sei, er die Häuser unserer Vorväter in Ägypten übergangen hat, wie es heißt, und er soll sprechen, ein Überschreitungsopfer ist es Gott, weil er über die Häuser der Kinder Israels hinweggegangen ist, als er die Ägypter heimsuchte. Unsere Häuser hat er aber errettet, da verneigte sich das Volk und bückte sich. Ich glaube, Frau Hug hat am Anfang gesagt, Pesach ist Überschreitung. Richtig? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist genau, was Rabban Gamliel uns hier mitteilt. Pesach steht für die Überschreitung. Die Überschreitung bedeutet, dass das jüdische Volk in den Häusern in Ägypten war und während die Ägypter geschlagen wurden, mit der 10. Plage und alle Erstgeborenen starben, gleichzeitig wurden die Erstgeborenen der Israeliten verschont und wurden nicht geschlagen. Was bedeutet das? Das ist das Wort Pesach. Pesach heißt überschreiten. Und wenn wir das übersetzen mit anderen Worten, dann heißt es, dass in diesem Moment das jüdische Volk zum allerersten Mal ganz offensichtlich auserwählt wurde. Es wurde unterschieden zwischen ihm und den Ägyptern. Und dieser Unterschied weist darauf hin, dass dem jüdischen Volk ein anderes Schicksal beschieden ist. Ein Schicksal, das von einer besonderen göttlichen Beobachtung begleitet wird. Und das einen besonderen Weg aufweist. Ein Weg, der zum Berg Sinai führen wird, zur Tora und ins Land Israel und zum Tempel. Und all die Dinge, die wir auf dem Weg mitkriegen werden. Diese Auserwählung des jüdischen Volkes, welche wir mit diesem Wort zum Ausdruck bringen, die wurde gefeiert mit dem Pesachfest. Das Pesachfest kommt zum Ausdruck durch das Korban Pesach, das Pesachopfer, das das jüdische Volk zum ersten Mal genau zu diesem Zeitpunkt gegessen hat, in der Nacht in Ägypten. Es war noch nicht aus Ägypten raus, noch nicht rausgezogen, aber es wurde schon auserwählt. Es hat schon eine besondere Bestimmung erhalten. Und es hat das Pesachopfer gegessen als Zeichen dieser Auserwählung, als Zeichen dieser Sonderstellung, die von nun an gelten soll. Diese Sonderstellung, die kommt aber nicht in allen Generationen zum Ausdruck. Die kann man nicht immer erkennen. Wenn das jüdische Volk in der Diaspora weilt und der Willkür fremder Herrscher überlassen ist, wie es fast 2000 Jahre der Fall war, dann können die Leute nicht erkennen, dass dem jüdischen Volk ein besonderes Schicksal bestimmt ist und dass es eine Sonderstellung hat, dass es eine besondere göttliche Beachtung und Beobachtung dieses Volkes gibt.
Deswegen, als der Kusari, der König der Husaren, sich die Religion anschaut, wendet er sich dem Judentum nicht zu. Denn er sagt, was soll ich mit dieser Religion? Ihr seid verstreut über die Erde, ihr seid schwach, ihr seid vom Aussterben bedroht. Warum sollte ich annehmen, dass eure Religion die Auserwählte ist? Und erst viel später beginnt er zu begreifen, dass dem jüdischen Volk doch ein besonderes Schicksal zuteil ist. Weil es nicht offenbar ist, deswegen können wir in unseren Tagen dieses Fest nicht feiern. Chag HaPesach, das Pesachfest gibt es seit de facto seit knapp 2000 Jahren nicht mehr. Seitdem der Tempel zerstört ist, können wir kein Pesachopfer essen. Und wir können diese besondere Auserwählung nicht offen zum Ausdruck bringen, denn es gibt nicht die offenen Zeichen, die es früher gab. Zu Zeiten des Tempels konnten Leute kommen nach Israel, nach Jerusalem und sehen, wie die göttliche Gegenwart im Tempel ruhte. Es gab offene Wunder, es gab eine Rauchsäule, eine Wolke, es gab Wunder, die waren für alle sichtbar. Die Rauchsäule wurde von keinem Winde verweht, das Feuer ging nie aus und 10 Wunder, die tagtäglich geschehen sind im Tempel. Und jeder konnte kommen und sich das anschauen und feststellen, wow, Gott ruht in diesem Haus, ruht im jüdischen Volk drin. Und solange das der Fall war, konnten wir auch das Pesachopfer essen und Pesach feiern, weil es offensichtlich war. Ab mit der Zerstörung des Tempels ging uns diese Fähigkeit verloren, diese Offenbarung. Und deswegen können wir immer nur Jahr für Jahr auf den Knochen zeigen und sagen, hier, wir haben die Erinnerung daran, dass es ein Pesachopfer gibt. Aber dieses Fest feiern wir nicht. Deswegen der 14. Nisan ist für uns kein Feiertag mehr. In früheren Zeiten war das ein Feiertag. Man hat das Pesachopfer geschlachtet in feierlicher Manier und hat es als Feiertag gehandhabt. Wir erinnern uns nur noch daran. Wir haben den Brauch, keine professionellen Arbeitstätigkeiten mehr zu verrichten am 14. Nisan am Nachmittag. Am selben Tag sagen wir kein Tachanun, sagen wir sowieso nicht im Nisan, aber es kommt noch in anderen Momenten im Gebet zum Ausdruck. Aber das sind Einzelheiten, die nur noch daran erinnern. Deswegen, wir zeigen auf den Knochen, aber wir können nichts in die Hand nehmen. Wir gehen weiter und finden das Nächste, das ist Matzah. Das ist das Zweite, worauf Rabban Gamliel hinweist. Und bei der Matzah, da wird es schon konkreter. Sagt uns Rabban Gamliel, diese Matzot, die wir essen, wir zeigen nicht darauf. Wir sagen nicht, die wir mal gegessen haben im Tempel, sondern die wir heute essen, die wir jetzt gleich in die Hand nehmen und verspeisen werden. Woran erinnern die uns? Die erinnern uns an den Auszug aus Ägypten. Denn als wir rausgingen, gab es keine Zeit, den Teig aufgehen zu lassen und gesäuert werden zu lassen. Und deswegen essen wir die Matzot. Die Matzot haben uns in die Freiheit geführt. Die stehen für den Auszug aus Ägypten. Physisch, wir sind in die Freiheit gegangen und auch psychisch, psychologisch, wir haben Freiheit gefunden. Die Freiheit ist aber nicht vollkommen gewesen, bis nicht der 7. Tag gekommen ist, an dem die Ägypter schließlich im Schilfmeer ertrunken sind. Denn erst dann war die Macht Ägyptens endgültig gebrochen, das jüdische Volk konnte es mit eigenen Augen erkennen und erst dann wurden wir zu wirklich freien Leuten. Sagen unsere Weisen, Lecherut Olam Yatzanu. Wir sind in die ewige Freiheit rausgegangen. Den freien Geist, den wir damit erhalten haben, den konnte niemand mehr beugen und brechen. Viele haben es versucht. Viele fremde Herrscher haben versucht, uns in die Sklaverei zurückzudrängen, haben versucht, unserem Willen zu beugen, dass wir das Judentum ablegen sollen, dass wir die Tora leugnen sollen. Über Jahrtausende hinweg, aber das jüdische Volk ist hartnäckig geblieben und ist seinem Glauben treu geblieben. Und deswegen, die Matzot, die begleiten uns Jahr für Jahr, denn die Freiheit, die wir erhalten haben, die innere Freiheit, die spirituelle Freiheit, die lässt sich nicht mehr wegnehmen. Unser Geist ist nicht mehr gebrochen worden. Und deswegen, Matzot, essen wir. Das Chag HaMatzot, das Fest der Matzot, das feiern wir. 7 Tage lang sollen wir keinen Chametz essen, sondern Matzot. Am 1. Tag ist ein Feiertag, am 7. Tag ist ein Feiertag. Manchmal ist nur der 7. Tag erwähnt, denn das war die endgültige Freiheit. Das war der vollendete Auszug aus Ägypten, nachdem wir das Schilfmeer durchquerten. Das ist das zweite Fest, das in der Tora erwähnt wird. Das bedeutet, dass wir tatsächlich in unserer Zeit nicht mehr Pesach feiern. Pesach ist ein vergangenes Fest, ein Fest der Vergangenheit, das uns verloren gegangen ist.
Das, was wir heute feiern, das ist Chag HaMatzot, das Fest der Matzot. Eigentlich müssen wir das so nennen. Tut niemand, wäre aber korrekt. In den Gebeten können wir das tatsächlich sehen. In Gebeten reden wir nie von Chag Pesach. Achten Sie darauf, sowohl bei den Gebeten, bei der Amida, als auch im Tischgebet, im Yalev Yavo, wir sagen nicht et Chag HaPesach Hazeh, sondern et Chag HaMatzot Hazeh. Wir nennen es korrekt das Fest der Matzot. Denn dieses Fest ist uns erhalten geblieben und das ist, was wir wirklich feiern, das Fest der Freiheit. Aber das Fest der Auserwählung, das erwarten wir. Darauf warten wir jedes Jahr und deswegen wünschen wir uns jedes Jahr eine Shana Haba b'Yerushalayim Abnuya. Nächstes Jahr mögen wir im erbauten Jerusalem feiern. Dieses Jahr, ganz zu Beginn des Sederabends, sagen wir auf Aramäisch, dieses Jahr sind wir hier. Aber Leshana Abba be'arade Israel, nächstes Jahr mögen wir in Israel sein. Hashata Avde, Leshana Abba b'nei Chorin, dieses Jahr sind wir noch nicht in vollkommener Freiheit, wir haben noch nicht den Tempel und können nicht Pesachopfer darbringen. Und deswegen kommen noch nicht alle Aspekte dieses Fests zum Ausdruck. Im kommenden Jahr wünschen wir uns das sehr. Das ist das zweite von den drei Aspekten. Dann kommt Rabban Gamliel zum dritten Aspekt, zum Maror. Dieses Bitterkraut, das wir essen, woran erinnert das? Natürlich an die Bitterkeit der Sklaverei. Interessant ist, dass all die drei Aspekte drei ganz verschiedene Ebenen einnehmen. Die eine Ebene, die Matzah, steht für ein Gebot, das wir bis heute von der Tora aus erfüllen, denn so steht in der Tora, dass wir Matzot essen sollen an diesem Fest. Die zweite Ebene ist Maror. Maror, das Bitterkraut, essen wir nicht mehr als Gebot der Tora, sondern nur als rabbinisches Gebot, denn in der Tora steht, dass wir es zusammen mit dem Pesachopfer und der Matzah zusammen essen sollen. Die Fähigkeit zu erkennen, warum ist die Bitterkeit da? Was bringt uns die Sklaverei? Wohin hat sie uns geführt? Warum gibt es harte und schlimme Dinge, harte Zeiten für die Menschen? Diese Fähigkeit, die haben wir nicht vollkommen. Die ist uns auch verloren gegangen. Die können wir nur erleben, wenn wir an einem Moment stehen, wie beim Auszug aus Ägypten oder im Tempel. In unserer Zeit können wir nicht erkennen, warum all diese schweren Zeiten und die Bitterkeit über einen Menschen hereinbrechen. Deswegen, das ist ein rabbinisches Gebot. Es ist mit dem Glauben und dem Vertrauen daran gebunden, dass alles seinen Sinn und Zweck hat. Aber die vollkommene Erkenntnis, die fehlt uns. Deswegen ist es kein Torah-Gebot. Und noch mehr fehlt uns die Erkenntnis, die Anerkennung von allen Völkern, dass das Volk Israel ein auserwähltes Volk ist, das von einem göttlichen Schicksal begleitet wird. Und deswegen das Pesachopfer können wir gar nicht feiern. Wir können nur darauf verweisen, in Erinnerung daran. Das ist also nur ein Minhag, eine Erinnerung. Das sind drei verschiedene Ebenen, die sich ergeben und die uns ein Gesamtbild geben, worum es eigentlich an diesem Abend geht. Nicht nur, dass wir aus Ägypten ausgezogen sind, nicht nur, dass wir physische Freiheit erhalten haben, wir haben spirituelle Freiheit erhalten, wir haben einen Weg gekriegt, an dem wir uns erinnern, nach dem wir uns sehnen, auf den wir harren und in der Zukunft hoffen und auf dem wir uns auf dem Weg befinden und uns auch genau in diesem Weg reinversetzen sollen. Und deswegen an dieser Stelle erheben wir das Glas und sagen, Lefichach, zu allen Zeiten ist der Mensch verpflichtet, sich vorzustellen, als sei er selbst aus Ägypten gezogen, wie es heißt, wegen dieser Pflichterfüllung hat Gott so mit mir verfahren, als ich aus Ägypten zog. Nicht unsere Väter hat Gott gelobt, sei er erlöst, sondern uns, auch uns mit ihnen. Ja, wir sprechen über uns in erster Person Plural. Und wie es heißt, und uns hat er von dort herausgeführt, um uns hierher zu bringen und uns das Land zu geben, das er in unseren Ahnen zugesprochen hat. Auf diesem Weg, dem sinnlichen Weg, erfahren wir, wie es ist, wo wir uns befinden, in welchem Aspekt und in welchem Zugang zur absoluten Freiheit, zu all den Aspekten und den verschiedenen Schichten dieses besonderen Abends. Und darauf erheben wir das Glas Wein, denn die Erkenntnis ist schon eine erfreuliche Ansicht. Und damit beenden wir Magid. Damit sagen wir den besonderen Segen über die vollkommene Erlösung, auf die wir noch warten, lehnen uns an, trinken das zweite Glas Wein. Und was uns dann noch ansteht, das ist der erste Teil des Hallel, des Lobliedes, denn nun beginnen wir die Mahlzeit, das Essen. Und das Essen ist ein geheiligtes Essen, das erinnert uns an das Pesachopfer. Es ist nicht ein profanes Essen wie die anderen Mahlzeiten im Jahr, sondern es ist tatsächlich ein Opferessen, ein geheiligtes. Und so wie im Heiligtum
für jedes Opfer gesungen wurde, das Hallel, so machen wir es auch zu Hause. Wir singen das halbe Hallel davor, die andere Hälfte danach und heiligen damit die ganze Mahlzeit und das, was wir in Zukunft hoffentlich essen werden, das Pesachopfer zu dieser Zeit. Damit haben wir das Maggid abgeschlossen, hoffentlich einen Überblick erhalten über dieses etwas komplexe, kompliziert anmutende Gebäude des Sederabends, welches aber in Wirklichkeit gar nicht so lang und komplex ist, wenn man es in die Einzelheiten beleuchtet und auseinandergenommen hat, dann sieht man, dass jede Einzelheit ihren Platz hat, ihre Ordnung und sich zusammenfügt zu einem Gesamten und wir eine ganz besondere Reise durchmachen in allen Aspekten der tiefen Bedeutung vom Auszug aus Ägypten herangeführt zu werden. In dem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir die vollkommene Erlösung in diesen Tagen erleben mögen, das Gesamtbild erhalten möge, die gesamten Aspekte vom Pesach wieder in vollen Zügen feiern können und nicht nur in Erinnerung daran und dass wir auch die Freiheit hoffentlich bald wieder voll genießen können, schon allein aus dem Haus zu gehen und die Masken abnehmen zu können. Das wäre schon ein sehr schöner Aspekt dieser Freiheit. Und damit wünsche ich Ihnen allen, dem ganzen Volk Israel, ein schönes Pesachfest und der ganzen Welt viel Gesundheit. Vielen herzlichen Dank. Und Pesach Kasher Besamir. Vielen Dank. Auch wir wünschen ein frohes und gesegnetes Pesachfest. Pesach Sameach, danke schön, danke an guten Sameach. Ich hoffe, dass alle ein wunderschönes und fröhliches Pesachfest verbringen werden und das genießen können, was wir haben und sich nicht stressen lassen, einfach nur, wie sagt man im Englischen, gehen mit dem Flow, also gehen mit dem Leben und das, was auf uns zukommt, dass wir das genießen und erleben können. Bis bald, alles Gute. Mit Rabbiner Ingemar, dann hoffentlich im Sommersemester. Dankeschön, alles Gute. Mehr. Danke.